ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass sie euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare, ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Heute spielen wir eine 180 plus Level Death Run Easy and Fun Funny Map. Okay, es soll wieder XP geben für den Season Pass. Wir schauen uns an, wie viel, ob es sich rendiert, die Map mehrfach zu spielen. Wie hoch die Gesamtsumme der XP sind, ob man Level abschaffen. Sie soll easy sein, wir schauen sie uns an. Was ist hier? Earn Battle Pass XP, Earn Coins to buy Fun Items. Ja, 180 Level, ja. Okay. Wir werden uns die Levels angucken, ob sie abwechslungsreich sind oder nicht. Ob sie, ja, schwierig oder einfach sind, wie gesagt, gibt es hier irgendwo einen versteckten Button für gratis XP? Anscheinend nicht. Okay, da würde ich jetzt sagen, ohne lang zu schnacken, Spiel starten. So, Coins gibt's. Ihr seht, ich habe 379 Coins aus einem guten Grund. Ich habe die Map schon mit Gedarko gespielt, offscreen. Habe sie auch nochmal alleine gespielt. Deswegen, ich könnte euch jetzt einiges dazu sagen, was ich aber nicht mache. Das einzige Nervige ist das, was ihr jetzt seht. Dauerhaft das GG und die 13 EP. Das nervt halt nach einer Weile. Und es nervt wirklich. Weil das halt so richtig mittig im Bild ist. Aber an sich bis jetzt einfach. Wenn man nicht gerade stirbt, wie ich. Und jetzt? So, Level 16 sind wir schon. 17. Finish 30 Level und es soll einen Bonus geben. Ich kann mich jetzt zwar nicht daran erinnern, dass es einen großen Bonus gab. Sprinten kann man nicht, also auch nicht klettern. Wie man gerade gesehen hat. Was natürlich nicht gerade schön für einige Maps ist. Aber ich sag mal so, die Sprünge sind auch nicht schwer. So, komplett Level to earn Monies. Ja, das brauchen wir alles nicht. Das ist alles nur spaßeshalber. So, bei 30 Leveln, also gleich soll es einen Bonus geben. Und ja, ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern an den Bonus. Weil, warum? 1100 EP? Ja. Ich bin mal gespannt, ob ich hier ein Level Up schaffe oder nicht auf der Map. Und ja, ich spiele auch mit meinen Kindern oder mit Darko offscreen gerne mal die eine oder andere Map. Ist ja auch nichts Verwerfliches daran. Oh. So. Denn ich habe mir vorgenommen, die Maps jetzt immer einmal vorher zu spielen, um zu gucken, ob sich die Map-Creator daran halten mit der Aussage, es gibt XP für den Battle Pass. Denn ich habe jetzt mittlerweile schon viele Maps gespielt.
die ihr auch auf YouTube sehen könnt und gesehen habt, ja, wo es einfach gar keine XP gab. Weil die Map Creator zwar geschrieben haben, ja, hier, es gibt dick fett XP, aber da gab es einfach gar nichts. Und deswegen habe ich mir geschworen, ich spiele die Maps immer vor, damit ich weiß, aha, hier gratis XP, ja, nein. Wir haben voll in den Tod gepickt gerade. Das war ja sowas von episch. Und ja, denn ich möchte euch wirklich gerne Maps vorstellen, wo man gratis XP bekommt. Wie eben diese Map. Okay. Ja, ansonsten bleibt nichts weiter dazu hinzuzufügen. Die Map ist bis jetzt sowas von einfach, die ist für jeden blutigen Anfänger was. So, und warum sollte ich hier skippen? Weil ich den Sprung nicht geschafft habe. Warum? Alter, mit den Faulskugeln macht mir doch keiner was vor. Sian. So, einmal wie immer bei solchen schönen Sachen an die Decke gucken. Da gab es die ersten gut geschriebenen XP. Okay. Einfach einmal hier außen rum, dann hat man das Level auch gemacht. Wunderbärchen. So, hier kann man immer schön über Eck springen, kann man eins auslassen. Also ihr seht, die Levels sind wirklich easy. Mehr als easy. Die hätten ein bisschen schwerer sein können. So. Da habe ich gar nicht drauf geachtet, wegen den 40 Level Finish Ding. Wie viel XP ich da bekommen habe. Wenn ihr das mitbekommen habt, schreibt es mir mal in die Kommentare. Aber ihr seht, man rennt hier wirklich einfach nur durch. Also ohne große Probleme. Sprünge sind alle einfach. XP-technisch. 13 EP pro Checkpoint. An sich ist das vollkommen in Ordnung. Secrets hätten mich hier tatsächlich noch mehr gefreut, wo man auch vielleicht ein paar XP extra bekommt. Weil jetzt 13 Level auf... Ich weiß gar nicht, wie viel Level das ist. Sein sollten. 180? Ich glaube, 180 Level sollten hier sein. Bei 13 EP sind 1300. Dann gehen wir nochmal von ungefähr 1000 aus. Sind für die anderen 80 sind 280, also 2800. Boah, plus die paar Bonus-XP für die gefinischten Level. Kommt man vielleicht auf 10.000 Punkte? Im höchsten Fall. Im niedrigsten Fall kommt man auf 3.000, 4.000 bis 5.000. Also, wenn man hier ein Level Up schafft, dann nur aus reinem Zufall, tatsächlich. So, jetzt habe ich nicht gesehen, wie viel XP es gab. 3.900, ja, also 10.000 EP müssten so drinne sein. Wobei, ich habe gerade 4.000 bekommen, ist sogar ein bisschen mehr als 10.000. Aber für ein Level Up dürfte sich das hier nicht rendieren.
aber für die Vorbereitung eines Levels ab, eines Level-Ups tatsächlich. Und selbst die Vorbereitung ist schon gut. Wenn man die Map tatsächlich 2, 3, 4 Mal spielt, dann ist man hier easy mit einem Level-Up auch dabei. Aber ich spiele bekanntlich Maps nur einmal, außer es sind richtig gute, richtig geile Maps, wo es auch ein paar XP mehr gibt tatsächlich. Dann spiele ich die auch schon 2, 3 Mal, einmal alleine, einmal mit Kindern, einmal mit Freunden. Okay, das war falsch. Nochmal. Wenn es Maps sind, wo sich die XP tatsächlich richtig gut rendieren. Ich spiele sie, wenn ich sie aufnehme. Einmal. Ich spiele sie dann mit meinen Kindern und mit Freunden. Das ist dreimal. Und dann eventuell so, wenn ich Lust und Laune nochmal habe. Also 4, 5 Mal spiele ich dann schon so eine richtig schöne Map, die sehr viele XP gibt. Scheiße, wie habe ich denn das gestern gemacht? Naja, so nicht. Ja, so auch nicht. Man rutscht ja von den Zahlen runter. Aber jetzt! Nein, er ist nicht gesprungen! Die alte dicke Planschku! Aber jetzt! So, weiter geht's. Aber über ein paar Secrets hätte ich mich hier halt tatsächlich mehr gefreut, denn abwechslungsreich, aber ja, Secrets bei 180 Leveln müssten drin sein. Die müssen einfach drin sein. So. Es ist einfach nur chillig zu spielen, die Map. Die ist was für tatsächlich für Anfänger zu üben. Also ich kann mich da nicht beschweren. Dass ich mich nicht beschwere, ist klar. Ich spiele ja auch schwere Maps. Und da haben wir es geschafft. Bonuscoin gibt nochmal 9000 EP, also kann man so mit 25.000 EP rechnen für diese Map. Ist entspannt und chillig. Neunmal nur gestorben. Das ist ein teuer Rekord. Und ja, also abwechslungsreich ist sie. Farmfroh ist sie nicht wirklich. Ich hätte mich über 1, 2, 3 Secrets gefreut mit vielleicht, ich sag mal, 3000 EP oder so. Nicht, dass ich es nötig hätte. Aber wäre chillig und entspannt gewesen. Level einfach trifft 1. Da kann man nicht sagen, die sind einfach nur einfach. Das trifft 1A zu. Ist was für blutige Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene, wenn sie Lust haben. Und ja, Mapcode wie immer in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Das ist wichtig für den YouTube-Algorithmus. Und es zeigt mir, dass ihr mehr solcher Videos sehen wollt von mir. Und schreibt mir eure Mapcodes in die Kommentare, eure eigenen, von euren eigenen Maps oder von irgendwelchen Random Maps, die ich mal spielen soll. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.